Herr Emma, das Weizmann-Institut stellt sich zum Ziel, sowohl gesellschaftliche als auch individuelle Selbstbestimmung in einer Welt zu erhalten, welche durch digitale Transformationsprozesse geprägt ist. Wie geht das Institut konkret in einer so komplexen Problematik vor? Ja, Sie haben recht, das ist eine extrem komplexe Aufgabe, die wir uns da gestellt haben. Das erste ist, dass wir interdisziplinär rangehen. Das heißt, wir haben versucht, an dieses Institut alle Fächer ranzuholen, die eine Rolle spielen bei dieser digitalen Transformation aus gesellschaftlicher Perspektive. Ja, also nicht nur Computerwissenschaftler, Informatiker, sondern auch Wirtschaftswissenschaftler, Juristen, Politologen, Soziologen, Kommunikationswissenschaftler, Ingenieure, die alle ihre eigene Perspektive auf dieses Feld haben. Und dadurch, dass wir gemeinsam, das muss man wirklich sagen, in unserer Arbeitsweise machen wir das wirklich so, dass wir bei sehr vielen Problemen gemeinsam an einem Tisch sitzen und über solche Fragen diskutieren, hoffen wir, dass wir Probleme auch so definieren und analysieren können, dass wir wirklich alle relevanten Aspekte in den Griff kriegen können. Natürlich können wir an diesem Institut nicht alle Fragen, die da auftauchen, gleichermaßen beantworten. Das heißt, wir haben uns ein paar so Kernfragen ausgewählt aus diesen 6 Forschungsbereichen, die wir uns vorgenommen haben. Und in diesen Bereichen arbeiten wir selbst an unseren Fragen, kooperieren aber auch mit vielen Forschern an anderen Institutionen, deutschlandweit, weltweit, auch mit Partnern aus der Praxis, aus der Politik, der Zivilgesellschaft, der Industrie, die ihre Perspektiven einbringen und dies uns erlauben, diese Forschung dann auch in die Gesellschaft hinauszutragen, sodass das nicht nur in akademischen Schubladen liegen bleibt. Und einer dieser 6 Forschungsbereiche, die Sie gerade erwähnt haben, benennt Sie Demokratie und Öffentlichkeit. Wie wollen Sie sicherstellen, dass in Zukunft die Entscheidungsprozesse nicht von digitalen Prozessen übernommen werden, sondern auch weiterhin demokratisch bleiben? Ja, das ist natürlich eine Zukunftsfrage. Wir müssen, um die beantworten zu können, müssen wir erstmal verstehen, was da eigentlich abläuft. Und zwar auf einer gesellschaftlichen Makroebene. Wie verändern sich Strukturen? Darüber haben wir heute ja hier doch relativ intensiv gesprochen. Was passiert eigentlich mit diesen großen Playern, wenn Öffentlichkeit weltweit durch ein zentrales Unternehmen wie Google organisiert wird? Was macht das eigentlich mit unseren Öffentlichkeitsstrukturen, mit politischen Diskursen in Gesellschaften? Da sind wir erst am Anfang, das zu verstehen. Ja, diese digitalen Technologien verändern sich ja auch immer wieder, immer stärker KI gestützt im Moment zum Beispiel. Aber wir versuchen natürlich auch zu verstehen, auf der anderen Seite, was macht das eigentlich mit den Menschen? Wir leben ja alle in einer digitalen Welt, wir nutzen diese ganzen Tools und das macht ja auch was mit uns. Na, wir nutzen die in allen Lebensbereichen, wir lernen auch, sie einzusetzen in verschiedensten Bereichen. Und eine Vermutung ist, dass Menschen, die in dieser digitalen Welt zu Hause sind, vielleicht anders an demokratische Entscheidungsprozesse rangehen, als das noch ihre Elterngeneration gemacht hat, die in einer anderen Medienwelt aufgewachsen ist. Auch das versuchen wir im Moment zu verstehen. Was verändert dieses Leben in der digitalen Welt eigentlich auch im Bereich von Partizipation, von Demokratie? Und wenn wir da ein paar Antworten haben, wenn wir das besser verstehen, kann man auch rangehen, sich zu überlegen, wie kann man denn demokratische Prozesse, öffentliche Diskussionsprozesse, aber auch politische Entscheidungsprozesse so gestalten, dass man diese beiden Ebenen gut zusammenbringt. Dass man eine Gesellschaft demokratisch organisiert, aber eben auch der Einzelne sich dort wiederfindet. Da gibt es eine ganze Reihe von innovativen Ansätzen, die bisher sich noch nicht so groß durchgesetzt haben, aber die eine ganze Menge interessanter Ideen mit sich bringen. Diese ganze Liquid Democracy-Debatte, die wir vor ein paar Jahren schon mal hatten, wo digitale Plattformen sehr innovativ eingesetzt werden, um Menschen die Gelegenheit zu geben, sich zu vernetzen, Ideen und Argumente zu entwickeln. Und das wäre etwas, was in Zukunft vielleicht eine Rolle spielen kann. Aber das muss man sehen, wenn wir ein bisschen besser wissen, was diese Digitalisierung mit uns eigentlich macht. Nun scheint aber die Arbeit des Institutes sehr basierend auf europäischen Werten von Teilhabe, von individueller Wertschätzung. Und wie wollen Sie diese Agendas des Institutes, die ja auch global wirken müssen, weil die Digitalisierung ein globaler Prozess ist, wie wollen Sie diesen auch sowohl wirtschaftlichen Playern als eben auch autoritären Regimen schmackhaft machen? Ja, das ist
eine große Frage. Man hat ja vor 10, 15 Jahren mal die Illusion gehabt, dass das Internet automatisch zu mehr Freiheit führen würde. Das ist aber eine Hoffnung, die sich mittlerweile jetzt zerschlagen hat. Wenn man sich Länder wie China ansieht, dann kann man sehr gut beobachten, dass solche Regime es geschafft haben, diese Technologien eher so umzuformen, dass sich damit eine Gesellschaft und eine Bürgerschaft noch viel stärker kontrollieren lässt. Das heißt, so ein Vertrauen auf die Technik alleine wird nicht funktionieren, sondern da bin ich schon überzeugt von eine Arbeit, wie wir sie machen, die menschliche Werte, Selbstbestimmung, Bürgerrechte, Menschenrechte als Grundlage nimmt und versucht, Wege zu finden, wie man solche Werte auch in der digitalen Welt sichern und weiterentwickeln kann, eigentlich der richtige Ansatz ist. Das wird natürlich Diktatoren nicht überzeugen, plötzlich ihre Länder in Demokratien zu transformieren, aber die Geschichte hat uns schon gezeigt, dass Beispiele eine ganz starke Kraft haben können. Beispiele von Demokratie, Beispiele von Gesellschaften mit Wohlstand können einen Sog entwickeln und können autoritäre, diktatorische Gesellschaften unter Druck setzen. Und ich würde eher auf so eine Entwicklung setzen, dass wir es schaffen, unsere Demokratien fit zu machen für so eine digitale Zukunft und zu zeigen, dass es funktionieren kann. Und dann habe ich da auch meine Hoffnung, dass es uns gelingen wird, auch in anderen Ländern, in anderen Weltgegenden, in denen das noch nicht so verbreitet ist, da was zu bewegen.